positive Auswirkungen beim Pilgern oder bei einer weiten, langen Wanderung für den Organismus und für die körperliche Struktur sind einmal Herz-Kreislauf-System, die Atmung. Der ganze Körper wird mit Sauerstoff versorgt, das heißt, er entschlackt und natürlich auch die Muskulatur wird trainiert. Der Bewegungsapparat wird eben beweglich gemacht und beweglich erhalten. Es heißt, Leben ist Bewegung. Jede Struktur bis hin zur kleinsten Zelle hat Bewegung. Im Berufsalltag ist es so, dass wir häufig sitzen, dadurch zum Beispiel einen runden Rücken machen, der Kopf nach vorne abrutscht. Wir sind in der Brustwirbelsäule wenig oder gar nicht mehr viel beweglich und der Nacken wird überbelastet. In der Freizeit dann versuchen wir es auszugleichen, indem wir entweder gar nichts tun, im Sommer auf Urlaub fahren, ans Meer und uns nur hinlegen, oder viele versuchen diesen Ausgleich im Extremsport zu finden. Beim Wandern aber, bei weiten, langsamen Wanderungen, wird der ganze Körper mobilisiert, so jetzt auch in diesem Beispiel. Durch die Armbewegung, durch die Schulterbewegung, auch wenn ein Rucksack getragen wird, wird die Brustwirbelsäule optimal mobilisiert und der Nacken kann sich entspannen. Dies bedarf natürlich auch einer Vorbereitung, wenn man schon eine schlechte Haltung hat, dass man sie dann langsam vor der Wanderung auch verbessert. Optimale Vorbereitung ist notwendig. Auf der einen Seite primär ist die innere Einstellung für eine Pilgerfahrt, für eine Pilgerreise notwendig. Wenn ich kein Ziel habe und wenn ich keine Motivation habe, die von innen herauskommt, dann nehme ich an, wird die Pilgerreise nicht so verlaufen, wie sich jeder Einzelne vorstellt. Wenn die Motivation aber aus dem inneren Anliegen herkommt, dann ist Pilgern optimal. In der Vorbereitung ist es ganz wichtig, nicht zu schnell zu hohe Leistungen von sich selbst zu erwarten, sondern wirklich mit langsamem Gehen zu beginnen, seinen Körper dabei beobachten und dann langsam immer mehr die Distanz zum Beispiel oder auch die Steigung auf einen Berg zu gehen zu erhöhen. Der Schmerz ist im Grunde ein Freund unseres Körpers, der uns mitteilt, dass irgendwo etwas im Moment nicht so stimmig ist, wie der Körper es haben möchte und wie ich es haben möchte. Das heißt aber nicht unmittelbar, dass der Körper sagt, hör mit der Bewegung auf. Das heißt aber auch nicht, dass der Körper sagt, geh jetzt rasch den Weg zu Ende. Wir sollen immer in Kontakt mit unserem Schmerz sein und mit der Zeit, das auch schon in der Vorbereitungsphase, mit der Zeit auf unseren Schmerz hören. Welche Qualität hat der Schmerz? Möchte er uns nur signalisieren, werde ein bisschen langsamer oder raste dich eine Stunde aus? Dehn deine Muskulatur. Das sind alles Möglichkeiten, um wirklich während der Wanderung Schmerzen wirklich wieder vollständig zu beseitigen, um am nächsten Tag dann wieder mit voller Kraft und mit einem gesunden Körper weiterzuwandern. Generell beim Rucksacktragen soll man beachten, das Gewicht, das man mit sich trägt. Es ist zu überlegen, wie schwer ist mein Rucksack, was brauche ich wirklich mit. Auf der anderen Seite ist auch der optimale Rucksack wichtig. Das heißt, nicht nur jetzt die zwei Träger hier vorne, sondern auch wirklich einen Beckengurt, damit das Gewicht nicht alleine auf den Schultern getragen wird, sondern auch auf das Becken, das heißt auf den ganzen Oberkörper verteilt wird. Beim Rucksacktragen ist es auch wichtig, dass der Rucksack nicht zu starr getragen wird, da das Gewicht am Oberkörper ruht und die Wirbelsäule trotzdem beim Gehen wirklich beweglich bleiben. Und das Gewicht des Rucksacks soll nicht in der Lendenwirbelsäule stauchen. Darauf sollte man auch im Vorfeld Acht geben. Es gibt unterschiedliche Haltungstypen. Es ist gut, im Vorfeld seine eigene Haltung beim Therapeuten abzuklären. Denn auf die Haltung kann man dann auch auf das Gangbild schließen. Und Fehlhaltungen führen oft eben entweder zu einem hohlen Kreuz, dass ich in der Lendenwirbelsäule so stauche, das Becken nach vorne kippe. Oder eine andere Fehlhaltung ist, dass die Brustwirbelsäule ganz stark gebeugt wird und dann das Becken sich in die andere Richtung aufrichtet, das heißt zurückgeht und wieder eine Krümmung auch in der Lendenwirbelsäule stattfindet, was dann zu Überbelastungen während des Gehens führt. Körper und Geist sind eine Einheit. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgekehrt.
So können wir jetzt speziell auch beim Pilgern, wenn wir mal einen mentalen Einbruch haben, über unsere körperliche Aufrichtung auch wieder den Geist anheben. Oder wenn der Körper müde ist, über positive Einstellungen, über positive Affirmationen auch wieder den Körper aufrichten. Den Pilgern möchte ich auf ihrer Reise viel Ruhe, Zufriedenheit, Gelassenheit mitgeben.